Der Spatenstich für das Haus am Ring war vor 145 Jahren. Seither hat das Parlament viel erlebt. Den Übergang von der Monarchie zur Republik, die Verfassungskrise mit dem Rücktritt der drei Präsidenten, die Dollfuss ausnutzte und dann im Jahr darauf, und zwar 1934, die oppositionellen Abgeordneten ausschließen ließ. Von 1938 bis 1945 war das Gebäude Sitz der Gauleitung Wien. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Parlament schwer beschädigt. Nach dem Krieg konnte die erste Sitzung erst wieder 1956 stattfinden. Mein Kollege Klaus Bruckmann berichtet. 1874 erfolgt auf dem ehemaligen Paradeplatz auf dem Josefstädter Glacis der Spatenstich für das Parlamentsgebäude. Zwei Jahre später ist das Sockelgeschoss fertig. Hunderte Arbeiter, vorwiegend Taglöhner aus Italien, sind auf der Baustelle tätig. Im Jahr darauf folgt das Hauptgeschoss, zum Schluss die Rampe. Die Ringstraßenbäume sind noch ganz jung, die Pallas Athene noch nicht errichtet. Sie folgt erst 20 Jahre später. Und im Hintergrund fehlt noch der große Rathausturm. 1883 werden Rathaus und Parlament gleichzeitig fertig. Bei den Debatten geht es nicht immer zimperlich zu. Der amerikanische Autor Mark Twain beschrieb 1898 turbulente Sitzungen sehr genau. 10 Jahre später sind die Bäume schon größer und die Pferdestraßenbahn fährt auf der Ringstraße am Parlament vorbei, damals noch im Linksverkehr. Die parlamentarische Arbeit wird von nationalen Konflikten überschattet. 1918 wird vor dem Parlamentsgebäude die Republik ausgerufen. Doch die Konflikte zwischen den Lagern der Christlich-Sozialen und der Sozialdemokraten verschärfen sich. Im Zuge der Verfassungskrise nach dem Rücktritt aller drei Nationalratspräsidenten 1933 übernimmt Bundeskanzler Engelbert Dollfuss die Macht. Die Polizei hindert oppositionelle Abgeordnete, das Parlament zu betreten. 1934 bekommt Österreich eine ständische Verfassung. Das Parlament heißt in diesen Jahren Haus der Bundesgesetzgebung. Unter dem gewaltigen Druck von Hitler-Deutschland richtet Bundeskanzler Kurt Schuschnigg im Februar 1938 im Parlament einen flammenden Appell an die Abgeordneten und die Bevölkerung. Sie sind es auf! Rot-Weiß-Rot! Nur wenige Tage später gibt es Österreich nicht mehr. Das Parlament wird zum Gauhaus. Der Sitz der NSDAP bekommt einen neuen Fassadenanstrich. Durch zwei Bombenvolltreffer im Februar 1945 wird das Parlament schwer beschädigt. Betroffen ist unter anderem die Nordwestecke des Gebäudes. Das ehemalige Herrenhaus, der Sitzungssaal des Nationalrats, brennt völlig aus. Das wiedererstandene Österreich nimmt wieder Besitz von seinem stark beschädigten Parlament. Und wieder stehen ganz viele Menschen nach dem Ende eines Weltkriegs vor dem Parlament und tanzen. 11 Jahre lang finden die Sitzungen im historischen Sitzungssaal statt, die erste im April 1945 oder auch jene am 25. Oktober 1955 mit dem Beschluss der immerwährenden Neutralität. Denn der Wiederaufbau dauert auch 11 Jahre. Er erfolgt unter schwierigsten wirtschaftlichen Bedingungen. Unter großen Anstrengungen werden die Säulen angeliefert. 1956 ist der Wiederaufbau abgeschlossen. Die Säulenhalle erstrahlt in altem Glanz. Die erste Sitzung kann im neuen Nationalratssaal stattfinden. Im Blickpunkt steht natürlich der Adler. In den ersten Jahren darf das Fernsehen nur ausgewählte Redebeiträge filmen. 1969 sind erstmals ungeschnittene Übertragungen aus dem Nationalrat zugelassen. Sie zeigen, dass es damals auch nicht immer zimperlich zugegangen ist. Auch äußerlich zeigt das Haus am Ring Mängel. Mehr als 110 Jahre nach der Eröffnung und 40 Jahre nach dem Wiederaufbau zeigen sich gravierende Schäden. Im Sommer 1993 erfolgt eine erste teilweise Sanierung im SPÖ-Club, in der Bibliothek und an der Fassade.
Schon damals ist auch eine Sanierung der Parlamentsrampe beabsichtigt. Doch erst 10 Jahre später, ab 2004, ist es dann tatsächlich soweit. Unter dem Brunnen der Pallas Athene sind die Mauern feucht. Es sieht aus wie in einer Tropfsteinhöhle. Kurz darauf zeigt sich, dass eine Generalsanierung des Hauses immer dringender wird. Beide Glasdächer über dem Plenarsaal sind undicht. Kübel sollen Schlimmeres verhindern. Überall im Haus sind Schäden sichtbar. Doch dauert es wieder 10 Jahre bis 2014, bis zum endgültigen Baubeschluss. Sinnbild für den Zustand des Hauses ist, als 2011 der Sessel von Karl-Heinz Kopf während einer Sitzung zusammenbricht. Der Abgeordneten Magistra Schatz, Kolleginnen und Kollegen, Herr Klobobmann, ich kann Ihnen sagen, es hat niemand an Ihrem Sessel gesägt.